Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es noch einmal um den neuesten Supersportwagen gehen, den wir ja am Freitag in GTA Online bekommen haben. Denn ich habe mich gestern Abend nochmal rangesetzt und mir das Auto nochmal ein bisschen genauer angeschaut und es halt ein wenig getestet. Aber bevor wir nun mit dem Video anfangen, möchte ich noch kurz ein bisschen Werbung für mein aktuelles Gewinnspiel machen, welches ich ja zusammen mit meinem Kumpel Gamely Leo mache. Und dort könnt ihr eben einen von 10 Unlock All Accounts gewinnen, die von Leo erstellt wurden. 8 davon sind für die PlayStation 4, einer davon ist für die Xbox One und einer davon ist eben für den PC. Und wenn ihr halt mitmachen wollt, dann lasst diesem Video hier einfach einen Like da und schreibt unten in die Kommentare Hashtag VFGArmy und schon seid ihr einmal im Lostopf. Und die Auslosung findet dann am 23. Juli auf dem Kanal von Gamely Leo statt. Aber fangen wir nun einmal mit dem Video an, denn wir haben ja am Freitag einen neuen Supersportwagen in GTA Online bekommen und zwar heißt dieser Debauchi Wagner und diesen können wir uns auf Legendary Motorsports für 1.535.000 GTA Dollar kaufen. Jedenfalls basiert der Wagner im richtigen Leben auf dem Aston Martin AMRB001 und optisch kann man das auch ohne Probleme erkennen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Auto optisch einfach nur geil. Also vom Aussehen her fand ich seit langem kein Auto in GTA Online so geil wie dem Wagner. Aber Aussehen alleine bringt es ja auch nichts und deshalb habe ich gestern einfach mal ein paar Rennen mit dem Wagner gefahren und um es direkt am Anfang des Videos zu sagen, ich bin nicht der beste Rennfahrer, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich mich echt gut mit dem Wagner geschlagen habe. Was mir besonders gut aufgefallen ist, ist, dass der Wagner mir gar nicht oft ausgebrochen ist und ich wirklich jede Kurve sehr gut fahren konnte und das, obwohl ich Dollarfelgen auf dem Wagner drauf hatte, mit denen ich halt bei anderen Fahrzeugen sehr oft ausbreche und diese mir halt ziemlich oft wegrutschen. Abschließend habe ich dann nochmal einen kleinen Speedtest mit dem Wagner gemacht und zwar habe ich hier jeweils 2 Drag Races gemacht, wo ich natürlich Aufholen und Windschatten und so einen Scheiß ausgestellt habe, damit das Ganze auch wirklich fair bleibt. Den ersten Test habe ich dann gegen den Banshee und gegen den Tyrus gemacht, da diese beiden Fahrzeuge über eine sehr hohe Endgeschwindigkeit verfügen und da wollte ich einfach mal schauen, ob der Wagner überhaupt mit diesen Fahrzeugen mithalten kann. Am Anfang hat es kurz gedauert, bis der Wagner beschleunigt hat, aber als der Wagner einmal auf seine Höchstgeschwindigkeit kam, da kamen der Banshee und der Tyrus einfach nicht mehr hinterher. Also der erste Speedtest geht auf jeden Fall an den Wagner. Den zweiten Speedtest habe ich dann mal gegen den RE7B und gegen den T20 gemacht, denn hier wollte ich einfach mal wissen, ob der Wagner besser ist als der T20, denn ich bin ehrlich, Leute, ich fahre normalerweise alle meine Rennen nur mit dem T20 oder mit dem Osiris. Jedenfalls hat der T20 hier den deutlich besseren Start erwischt und konnte sich auch zunächst vorne absetzen. Der RE7B hingegen hing direkt am Anfang des Rennens ziemlich weit hinten und war im Grunde schon hier aus dem Rennen raus, aber als der Wagner dann seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, konnte er den T20 ohne Probleme einholen und hat sich dann fest vorne festgefahren. Also der Wagner hat jetzt nicht die beste Beschleunigung, aber dafür hat er eine verdammt gute Endgeschwindigkeit und zudem hat das Fahrzeug auch noch eine sehr gute Traktion und liegt mir zumindest sehr gut in der Hand. Und deshalb kann ich jedem von euch nur empfehlen, kauft euch das Auto und wenn ihr halt kein Geld habt, dann spart halt auf dieses Auto hin, denn mir persönlich gefällt dieses Auto echt gut und ich kam wirklich sehr gut mit dem Auto zurecht. So, das war's nun aber auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.